dass es ein Herz aus Gold ist. Ich hab ein Herz aus Gold auf jeden Fall. Oh nein, verdammt. Was gibt's denn da zu lachen? Was hat da keinen Witz? Ja, da teleportiert sich einfach durchs Gitter die faule Sau. Und lässt sich einfach gegen die Leute kämpfen. Da kannst du nichts mit dem Pulli haben. Ich bin Erster. Nein! Oh nö, wir müssen eine Kiste überall draufstellen, ne? Aber jetzt haben wir leider einen fehlenden Magier. Das können wir auf jeden Fall schon mal machen. Du kannst dir die an der Kiste festbinden, oder nicht? Bind das doch an der Kiste fest! Kannst du jetzt da oben noch eine Kiste drauf machen? Geht da! Oh Gott, ich hätte vielleicht enger binden sollen. Nein, echt? Ja! Darauf wäre ich jetzt nie ge- Oh. Der Weg ist einer, der hier was tut. Ja, nicht so wie Daniel, der da. Ja, du bist ein Ficker! Alter, du bist der schlechteste kooperative Spieler, den es auf dem Planeten gibt. Weiß ich. Da müssen wir nur noch Sachen sagen, die ich schon längst weiß. Oh nein, ich bin schon wieder runtergekommen. Ich brauch deine Hilfe nicht. Das ist so ein Scheißspiel, ey. Echt, findest du? Ich leg mich jedes Mal an die Stelle, wo ich keiner retten kann. Ja, das ist ja auch ein Lerneffekt. Du sollst ja lernen, nicht jedes Mal zu sterben. Hier rüber. Jetzt lass es bloß nicht fallen. Lass es nicht fallen. Ich kann es aber nicht mehr ziehen. Klar kannst du das noch ziehen. Du musst einfach ziehen. Ja, wieso? Ich komme jetzt hoch. Tja, du kümmerst dich ja auch nie um uns. Ne? Musst du mal dazu klarkommen, kleiner Detschi. Detsch sterbt doch nicht so oft. Das ist langsam echt störend. Das nervt, ne? Das ist die ganze Zeit sind mit Detsch am helfen. Ihr Kacknuss, ich bin auch schon da. Das hat man mit so einem Fünfklässler spielt, ne, dem man hier alles erklären muss, die ganze Mechanik. Oh Gott. Wenn wir die Stelle zusammenarbeiten müssen, schaffen wir es nie. Lass doch mal das Ding da. Nein! Nein! Also ich kann das obere Ding ziehen. Gut! Wer ist der Nächste? Gut. Halt dich einfach mit der Diebin fest, Daniel, dann zieh ich dich hoch. An dem rechten. Moment. Ja. Moment, ich mach's nochmal. Ich mach's so oft, wie du möchtest. Jawohl. Okay. Sehr gut. Auch ich lebte zu dieser Zeit in einem richtigen Körper, so wie meine Schwester Rona. Wir versuchten damals, die Welt zu retten. Der Wächter war ein großer Magier und er gab uns die Mittel, Sarek gefangen zu nehmen. Wow! Das Ding hat mich voll erwischt, ey! Ja, warum machst du da sowas? Versuch dich zu retten, aber so sehr lange stehen bleiben. Versuch die Teile irgendwie einzusammeln, ja. Mach ich.
zu früh. Ja. Ah, da oben ist auch noch was. Na, komm schon, das ist. Entweder schafft es keiner oder schaffen direkt alle. Oh nein. Das sah gut aus. Ja. Naja. Aber es war da jetzt wieder ausgewählt. Also ich bin bereit zum Blättern. Alles Quatsch. Ist so. Wir machten Jagd auf Sarek, um ihn zu stellen. Doch er schien zu ahnen, dass wir für ihn Unheil bedeuteten, also ergriff er die Flucht. Wir wollten seine Seele in drei Teile spalten und sie auf der ganzen Welt verstecken. So hätte er nichts tun können, während wir in aller Ruhe nach dem versteckten Herz suchten. Und wo ist die Dame Rona heute? Nun, das werdet ihr schon bald erfahren. Nein! Oh, ernsthaft? Wollen wir das eine Teil noch mitnehmen oder nicht? Wollte ich, aber der Dutch wollte anscheinend nicht und hat das alles behindert. Jetzt haben wir es doch. Oh nein. Aber das könnte gut sein. Das sieht gut aus, ja. Wow, super. Okay. Ja, die müssen wir erst aufmachen, wie es aussieht, ne? Huch, was war denn das? Ach so. Wow. Nein. Ach so, da kannst du einfach Wandsprünge machen. Das reicht doch schon. Ja, genau. Er muss unten bleiben. Muss er. Ich bin oben! Nein. Ich noch nicht. Okay. Für dich komme ich zurück. Ach, scheiße, ich hab die Kiste noch dabei gehabt. Tess! Oh, danke für die Kiste! Du wirst doch schön in der Luft hängen. Die Tüte. Tüte will lernen, aber kann nicht. Wie wär's denn da so dumm gestorben? Ja. Weiß ich auch nicht. Detsch hat mich leider umgebracht. Mörder werden in unserer Gruppe nicht. Ich mal nicht selbstverantwortlich war. Ja, so schwer ist das jetzt aber auch nicht. Muss ja nicht direkt beleidigt werden hier. Ich drück den Knopf für dich. Oder auch nicht. Huch, ach so. Ziemlich viel am Brüllen, der Typ, ne? Achso, müsst das Ding mit hochnehmen. Ja, geht aber auch
Krone, oder? Aber wie willst du das denn mit hochnehmen? Das geht ja gar nicht. Ja, eben. Doch, natürlich geht das. Brauchen wir aber nicht. Oh nein, jetzt bin ich wieder auf meinem Fall. Ja, richtig guter Ding. Alter, ihr müsst doch nur einen Wandsprung machen. Wenn die Kiste da ist. Ganz schön langes Level das hier, ne? Ja. Ah. Ja genau, zieh das Ding mal. Alter, zieh mal weiter. Geht das nicht? Ach so. Jetzt müsste es doch einfacher gehen, oder? Ja. Okay, ciao Tüte, schön, dass du da warst. Ciao. Oh, jetzt bin ich wegen Tüte in den Tod gelaufen. Sie muss lernen. Brav. So gehört sich das als Schülerin, oder? Immer motiviert am Lernen. Der schon wieder. Das sind drei Plattformen, ne? Der muss wahrscheinlich hier die Steine kaputt machen, oder? Nee. Hier einfach auf die andere Plattform, ohne mich zu reißen. So, da fährt jetzt was hoch. Wenn wir was tun. Ach so, ja, das müssen wir verbinden, ne? Jetzt auf der anderen Seite festmachen, ja. Und dann tun wir da eine Kiste hin. Richtig, richtige Mechaniker hier. Ah, oh, schon wieder Ende. Wir trieben ihn in den Tiefen eines Feuerwerks in den Himmel, denn wir mussten erst seinen Körper bezwingen, um seine Seele gefangen nehmen zu können. Und dann habt ihr gegen ihn gekämpft. Oh, jetzt gibt's einen Kampf. Ah, ne. Du meine Güte. Trine, du bist gestorben? Trines Körper war vergangen. Doch die Artefakte der Macht waren geboren. Ihre Magie gab Trine und ihrer Schwester Kraft und Weisheit, um Sarek gefangen zu halten. Und zwar so lange, bis Helden tapfer und klug genug wären, Sareks Herz zu finden. Ja, das haben wir gemerkt. Wollen wir mal kurz das Päuschen einlegen? Ich muss auch mal auf Toilette. Ja. Ja, gehen wir mal kurz. Okay, dann bis gleich. Ja. Hi Tanda, bye Tanda.